über 40% wird es echt gefährlich für die Fische. Wo soll der Fisch sowas Absurdes denn finden in der Natur? Genau. Kann man das mit einem guten Pro- und Präbiotischen Futter wieder umkehren? Weizenkleber oder dieses Kleberprotein? Gluten, ja. Gluten, ja. Genau, das böse Gluten. Das böse Gluten. Es muss nicht jedes Modefutter, jedes Superfood die Rettung für die Zierfischhaltung sein. Ja. Nur wir sind ein sehr kleiner Sektor, die Zierfischernährung. Ja. Wir können uns das erlauben und wir müssen uns das auch erlauben, die Fische optimal zu versorgen. Wir könnten jetzt natürlich mehr davon verwenden, um einfach unseren Profit größer zu machen. Ja, wäre völlig ungeeignet. Das liegt in dem kalten Fischdarm dann einfach nur rum. Ja. Leider ein ganz wichtiger Punkt, weil das kann stark belastet sein. Auch das Problem, da können sich Krankheitserreger viel besser ansiedeln, vermehren. Ganz viele Sachen, wirklich auch falsche Fütterung und vor allem das Überfütterung. Das passiert hier wirklich, ja. Läuft ja das Futter im Endeffekt durch, ungenutzt, und der Fisch kann es nicht aufnehmen. Und die Fische sind so viel empfindlicher als Landwirbeltiere. Und fressen tun sie es ja trotzdem. Ne? Leider. Es ist nachhaltig. Ja, die Produktion habt ihr gerade eben gesehen und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war es verdammt laut. Da kann man sich nicht wirklich unterhalten und deswegen haben wir uns ein schönes, stilles Örtchen hier gesucht und zwar das Studio von Sera, was wir hier mit einweihen. Und wir haben uns jetzt gesagt, wir sammeln mal unsere Fragen, die wir noch haben und die wirst du uns jetzt hoffentlich professionell beantworten können und unseren Zuschauern. Aber ich denke schon, also in unserem Vorgespräch haben wir schon einige Sachen eingesprochen und das würde ich jetzt gerne noch mal etwas ausweiten. Ja, und damit ihr jetzt beurteilen könnt, dass mein fachlicher Beirat hier auch wirklich fachlich ist, stell dich doch mal unseren Zuschauern vor. Wer bist du hier im Unternehmen? Was ist deine Position? Und was gibt es sonst noch zu wissen? Sehr gerne, danke. Ja, mein Name ist Elena Rathgeber. Ich bin seit 16 Jahren jetzt mittlerweile bei der Firma Sera und ich bin im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Qualitätsmanagement und natürlich jetzt auch Trainerin in der Sera Academy. Das mache ich auch sehr gern, deswegen hoffe ich, kann ich auch alle Fragen soweit beantworten. Ja. Ich bin von der Ausbildung her bin ich Diplombiologin, spezieller Zoologin oder Parasitologin, ganz genau. Ja. Dann würde ich sagen, kannst du unsere Fragen wahrscheinlich ganz easy beantworten, denn wir haben ja schon Futtervideos gemacht und die Infos, die wir mit euch teilen, sind hauptsächlich natürlich unsere Erfahrung und das, was wir recherchieren können. Jetzt nochmal einen fachlichen Hintergrund zu haben, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen professioneller. Meine erste Frage wäre, wir haben ja jetzt unten in der Produktion gesehen, es gibt Futterflocken, es gibt Extrudat und Tablette, dass die Tablette wohl das Hochwertigste ist, das habe ich mir vorhin schon sagen lassen. Es gibt diese unterschiedlichen Futtersorten und angefangen hat ja alles mit dem Flockenfutter. Mich würde jetzt immer interessieren, Flockenfutter, Extrudat, Tablette, wenn es inhaltsstoffmäßig eigentlich relativ gleich ist, was unterscheidet das Futter dann vielleicht qualitativ, jetzt unabhängig von der Form? Nun ja, es ist so, die Fische sind an verschiedene Lebensräume angepasst von ihrer Evolution her. Ja. Also von dem Fisch zu sprechen und seinen Bedürfnissen ist sowieso immer eine schwierige Sache. Das wissen wir. Es gibt unglaublich viele und sehr unterschiedliche Fische. Es gibt eben Fische, die fressen im oberen Wasserbereich, welche in der Mitte und andere eher am Boden. Und entsprechend müssen wir Futter in der passenden Darreichungsform auch anbieten. Mhm. Das ist ganz wichtig. Deswegen eben diese verschiedenen Formen, wo wir die Inhaltsstoffe in optimaler Weise präsentieren wollen. Und da ist eben einmal die Flocke für Fische, die Anflugfutter fressen und so etwas geeignet und so weiter. Ja, und das Extrudat, die Flocke, die Tablette haben ja unterschiedliches Sinkverhalten. Mhm. Dementsprechend der Wels oder die Schmerle, die jetzt unten frisst, das dauert eine Weile, bis die Flocke unten ankommt. Und meistens kommt sie nicht unten an, weil die Fische oben wesentlich schneller waren. Richtig. Die Inhaltsstoffe sind ja relativ ähnlich. In der Tablette passiert ja also eigentlich nur der Prozess, dass die gepresst wird. Das Flocken- und das Extrudatfutter wird ja erhitzt. Mhm. Was macht jetzt den Unterschied oder wie groß ist der Unterschied in der Wertigkeit? Vergleichen wir jetzt mal die Tablette mit dem Flockenfutter. Wie viel geht verloren oder wie viel geht verloren und wie wird das wieder kompensiert?
Also wir reden ja in jedem Fall von einem Futter, was lange haltbar sein muss. Wir haben eine Mindesthaltbarkeit von 3 Jahren, die auch locker von dem Futter zu knacken ist. Das ist gar kein Problem, weil es eben sehr trocken ist. Mhm. Um das gewährleisten zu können, müssen wir wirklich auf äußerste Hygiene achten. Also wir arbeiten nicht steril, aber sehr hygienisch. Mhm. Das bedeutet eigentlich immer, dass wir mit Temperatur und Trockenheit arbeiten. Das sind die wichtigsten Faktoren. Das wird auch überall überprüft. Ja. Das gilt für jedes unserer Produkte, auch für die Tabletten. Auch da müssen wir sehen, dass wir die Rohstoffe dann nochmal erhitzen, eben wie man zum Beispiel bei der Milch das macht. Ich erkläre das gern darüber. Menschen, die empfindlich sind, Schwangere, kleine Kinder, alte Menschen und so weiter, sollten keine Rohmilch trinken. Rohmilch ist sicher großartig von den Inhaltsstoffen her und überhaupt, aber eben es birgt auch Gefahren. Und so sehen wir das eben auch und ist natürlich auch rechtlich, der rechtliche Rahmen verlangt es auch, dass wir so hygienisch arbeiten. Deswegen sind auch die Tablettenrohstoffe entsprechend aufbereitet. Wir haben also keine ganz grundlegenden Unterschiede. Es ist nicht der super Quantensprung, aber wir haben hier in der Tablette eine etwas unmittelbarere Form, eine etwas naturnahere Form noch der Darreichung. Das ist richtig. Und die Rohstoffe werden ja sowohl bei der Tablette als auch beim Flocken oder Extrudat egal vorher nochmal erhitzt. Mhm, und dann ist es halt ein zweites Mal beim Extrudat und bei der Flocken und bei der Tablette nicht. Nein, also beim Extrudieren und bei der Flockenherstellung wird direkt ein Futterbrei erstellt und der wird gekocht, bei der Flocke einfach offen gekocht. Beim Extrudieren arbeiten wir auch noch mit Druck und heißem Dampf und da geht es dann eben so richtig ab. Aber auch da können wir durch eben unsere sehr moderne Extruderanlage, können wir da variieren. Zum Beispiel haben wir das beim Koi-Co-Extrudat, dass wir bestimmte, also den Kern mit einer niedrigeren Temperatur fahren als das Äußere, um bestimmte Stoffe zu schonen. Also da können wir noch fein justieren. Und das war eine ganz gute Überleitung. Also das Extrudat wird ja in unterschiedliche Formen gepresst oder extrudiert. Ja, extrudiert. Genau, genau. Und wir haben dann gesehen, wie das Ganze funktioniert unten. Jetzt haben wir hier mal zwei Aufsätze für das Ende des Prozesses, also nachdem das Ganze dann hier durch diese kleinen Löcher nach außen schießt, bekommt das Futter seine Form. Und das ist ganz interessant, wie klein diese Löcher sind und wie groß eigentlich dieses Granulat am Ende oder Extrudat ist im Vergleich zu den Löchern. Also wir zeigen euch das nachher nochmal in der Detailaufnahme, aber das ist hier ganz interessant, wie das Ganze aussieht. Und ihr habt ja, wie gesagt, in der Produktion auch gesehen, das ist ein spannendes Verfahren und auch noch nicht so lange. Also es gibt es schon eine Weile, aber die Flocke im Vergleich dazu, die ist ja seit Jahrzehnten auf dem Markt. Tabletten auch und Extrudat kam ja doch relativ spät dazu. Ja, das ist auch eine technisch sehr anspruchsvolle Sache. Also das ist nicht ganz ohne. Das kann eben nicht, kann man nicht mal eben machen. Ja. Ihr habt ja gesehen, was das für eine Anlage ist. Die ist hallenfüllend. Ja. Und wenn man dann noch 2 Extruder laufen hat, um so ein Co-Extrudat zu machen, das ist schon diffizil. Da steckt einiges an Know-how hinter. Ja, und ist ja auch kein exklusives Verfahren für Fischfutter. Gibt es ja auch zum Beispiel für Hundefutter. Für Hundefutter, aber wir kennen es auch aus dem humanen Bereich. Erdnussflips zum Beispiel, richtig, ja. Okay, jetzt habt ihr dazu mal was erfahren und jetzt reden wir mal über die Inhaltsstoffe. Die Zutaten haben wir schon gesehen, also ein Teil davon. Und es ist ja eine ganze Menge, was ihr hier an Rohstoffen auch lagernd habt. Und ihr verarbeitet ja auch eine ganze Menge. Und es gibt jetzt zu den Inhaltsstoffen immer mal wieder neugierige oder kontroverse Meinung. Wir sprechen jetzt mal gemeinsam über das, was im Futter drin ist, also die Hauptbestandteile und was vielleicht noch ganz interessant an Informationen für euch dabei sein sollte. Erste Zutat habe ich hier stehen. Fischmehl wird ja in größter Menge verarbeitet. Mhm. Wir haben mal in unserem Video gesagt, dass Fischmehl ein sehr allgemeiner Ausdruck ist und damit kann gemeint sein ein ganzer Fisch, damit kann gemeint sein Premium-Teile des Fisches oder halt auch nur Kräten und Flossen. Ihr habt was drin in eurem Fischmehl? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ja, das klingt erstmal komisch. Fischmehl, warum ist das ein Mehl? Ist da Mehl mit eingemischt? Naja, das sind eben technische Begriffe erstmal, das nur vorweg schon mal.
Wir müssen ja ein Trockenfutter erstellen, deswegen kriegen wir die meisten Zutaten in Mehlform, also in getrockneter Form. Hätte auch gar keinen Sinn, es anders zu machen, weil letztlich, um das Trockenfutter herzustellen, muss man so oder so über diesen Schritt gehen, dass man alles fein vermahlt, dass eine homogene Masse entsteht. So, das mal vorweg. Kriegen wir eben schon so fein vermahlen angeliefert. Das ist übrigens sehr wichtig, dass die Partikelgröße sehr gering ist, weil sonst kann die Verdauung nicht gut ansetzen vom Fisch. Ja. Je größer die Oberfläche, kennt man von vielen Dingen, umso effektiver. Was die Qualität des Fischmehls angeht, die ist tatsächlich ganz, ganz entscheidend wichtig. Das kann alles und nichts sein. Ja. Das kann eben... Es gibt da verschiedene Zuordnungen, welche Qualitätsstufen das haben kann. Wir verwenden nur Fischmehl aus ganzen Fischen, weil das entspricht dem natürlichen Verhalten, dass das ganze Tier gefressen wird. So haben wir genug Mineralstoffe drin. Wir haben eben alles, das Gesamtpaket. Ich brauche jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Das ist das eine. Wir würden es für uns ablehnen, dass wir nur Filets nehmen. Das ist zum einen, also grundsätzlich wollen wir nicht in Konkurrenz zum Humanbereich gehen. Ja. Die Meere sind überfischt, machen wir uns da nichts vor. Man muss da sehr, sehr vorsichtig agieren. Das ist uns wirklich ein Anliegen. Ja. Deswegen keine Fische, die für den Menschen genutzt werden, kommen bei uns da rein. Wir haben sowas wie Sand, Aale und Sprotte da drin. Das sind kleine Fische, kleinbleibende Fische, die eben für die menschliche Ernährung uninteressant sind. Die werden nachhaltig gefangen in europäischen Nordmeeren. Und entsprechend, das ist eine saubere Qualität, wo wir auch sicher sind, dass die Fangquoten eingehalten werden. Und das passt. Eure Lieferanten, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, sind ja zum Teil schon seit Jahren und Jahrzehnten dieselben Lieferanten. Ja. Das ist deswegen so, weil wahrscheinlich eine gegenseitige Zufriedenheit besteht, oder? Absolut ist das so. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, in der heutigen Krisensituation, in der man sich befindet, kann man da wirklich nur sehr dankbar sein. Ja. Wir haben dann sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Und das ist uns wirklich wichtig. Also wir Qualität. Wir reden von Fischfutter, ne? Und das ist trotzdem gut lieferbar. Ja. Und wir haben ja die Einzeldeklaration auf unserem Futter, hatten wir uns ja schon immer für entschieden. Ja. Und das ist uns eben extremst wichtig, dass wir genau das, was ist natürlich auch vom rechtlichen Rahmen so vorgegeben, dass wir genau die Zutaten in der Qualität weiterhin da auch reingeben können und da keine Kompromisse eingehen. Also ihr macht keine Abstriche am Futter, selbst wenn Rohstoffe, Zutaten teurer werden. Serra-Futter wird nicht schlechter werden. Das ist richtig. Okay, bevor wir jetzt zu den anderen Inhaltsstoffen übergehen, noch eine andere Sache, was ich vorhin auch gelesen habe. Hermetia, diese Soldatenfliegenlarven, das ist ja auch eine Alternative zum Fischmehl, die immer populärer wird. Und auch Serra verwendet das ja, also in einer Sorte, dieses Insekt. Futter, das ist ja im Endeffekt eigentlich ein großer Bestandteil davon. Mhm. Also ich glaube, Zophobos war es noch und Hermetia, oder? Ist ein großer Anteil mittlerweile. Ne? Mhm. Und das ist auch eine relativ nachhaltige Geschichte. Absolut. Ja. Das ist genau der Punkt, warum wir das eben, wir haben es erstmal nachrecherchiert und uns auch mit Züchtern dann natürlich unterhalten und Versuchsballons gestartet. Ja. Wir möchten da zum einen natürlich neue Erkenntnisse aufnehmen jederzeit in unsere Produktentwicklung und Produktoptimierung. Ja. Andererseits möchte man nicht auf jeden Zug aufspringen. Es muss nicht jedes Modefutter, jedes Superfood die Rettung für die Zierfischhaltung sein. Die Erkenntnisse können sich ja auch verändern. Richtig. Deswegen, wir sind da immer dran, aber wir sind da auch vorsichtig, weil wir wollen den Fischen jetzt auch nicht zumuten, womit sie dann nicht klarkommen. Ja, das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Also es ist tatsächlich so, dass wir schon jetzt gut und sicher bestätigen können, das, was wir jetzt zugeben an Insektenmehl, ist für die Fische sehr gut verdaulich, sehr gut verwertbar. Ja. Gerade Hermetia hat dann sehr tolles Potenzial. Ja. Da sind wir ganz zufrieden mit. Wir werden das weiter ausbauen, genau
wie eben angesprochen, es ist nachhaltig. Wir können es eben auf Überschüssen oder auch Nebenprodukten der Landwirtschaft, können wir diese Insekten ziehen. Ja. Brauchen viel weniger Wasser, viel weniger Raum für die Zuchten. Das ist sicherlich ganz spannend und wichtig. Das ist interessant. Ich finde es ja schon mal interessant, dass es Züchter für Fliegen gibt. Ja. Ja, oh, es gibt ganz viel. Ich bin Fliegenzüchter. Kein Potenzial zu haben. Das habe ich tatsächlich als Werkstudentin mal bei Bayer gemacht, Fliegenmaden gezüchtet. Sehr schön. Ja. Ja, kommen wir zum umstrittensten Anteil im Futter. Und zwar hatten wir vorhin gesehen, in den Silos Weizenkleber oder dieses Kleberprotein. Gluten, das Gluten, ja. Genau, das böse Gluten. Das böse Gluten. Und Weizenmehl ist ein pflanzlicher Rohstoff, der ins Futter muss. Aus welchem Grund? Und aus welchem Grund ist es nicht schlimm für den Fisch, wenn es drin ist? Es hat keinen Nachteil. Ja, also erstmal die einfache Antwort und schnelle Antwort, ohne Stärkeanteil und auch ohne diesen Kleber, das Klebereiweiß des Weizens, kriegt man die Produkteigenschaften nicht so hin, wie sie sein sollen. Wir legen Wert auf ein Futter, was nicht wie ein Stein bleibt im Wasser. Ein Futter muss im Wasser weich werden, muss aber die Inhaltsstoffe drin behalten. Bringt ja nichts, ich gebe das rein und ich habe einen Fisch, der ein bisschen mäklig ist, ein bisschen länger braucht, dann darf das nicht auslaugen, dann darf nicht alles rauslaufen aus dem Futter. Also brauche ich etwas, was eine Matrix erschafft und was die anderen Inhaltsstoffe festhält. Ja. Und genau das passiert über diese Getreideanteile darin. Mhm. Das andere, da muss ich das jetzt etwas schwieriger und etwas länger, die Antwort. Ja. Also die Fische sind... die Fische, da sind wir wieder, es ist schwierig, aber Fische sind grundlegend eher auf fleischliches Futter, also Carnivore, ausgerichtet. Ja. Es gibt zwar alle möglichen Mischformen, es gibt auch einige eher ausgeprägt pflanzlich orientierte Spezialisten, aber grundsätzlich brauchen die meisten doch einen relativ hohen Protein- und Fettanteil. Ja. Darauf sind sie von der Evolution her ausgerichtet. Das heißt aber nicht, dass Kohlenhydrate was ganz Schlimmes sind und deswegen Getreide irgendwie völlig abzulehnen ist. Die Fische können das zu einem gewissen Teil sehr gut verwerten. Ja. Dafür muss aber die Stärke im Getreideanteil aufgeschlossen sein, also verkleistert. Das passiert aber automatisch in unserem Herstellungsprozess. Okay. So dass das funktioniert dann wieder. Bevor jetzt einige von euch ganz laut schreien, ja, auch die Lebendgebärenden fressen in der Natur tierische Bestandteile. Ja. Und Aufwuchsfresser, also ein Wels beispielsweise, der im Aquarium eingesetzt wird, um Algen zu fressen, der frisst ja mit den Algen auch Kleinstlebewesen. Und deswegen ist es trotzdem auch immer, auch bei den sogenannten herbivoren Fischen, immer noch ein gewisser Anteil an tierischem Protein. In das welcher stimmt. Form auch immer, ob die jetzt den Wasserfloh mitfressen oder irgendwelche anderen Kleinstlebewesen, das ist ja trotzdem drin. Mhm. Wir hatten jetzt gerade über einen Anteil gesprochen. Bis wohin ist es denn notwendig, das zuzufügen? Und gibt es da einfach eine Grenze, wo Sera jetzt sagt, okay, wir brauchen das. Wir könnten jetzt natürlich mehr davon verwenden, um einfach unseren Profit größer zu machen und das Futter schlechter zu machen. Und wo ist die Grenze? Ja. Was macht Sinn? Ja, das ist ein sehr wichtiges und völlig akzeptables Argument. Der Profit ist größer, weil pflanzliche Anteile sind insgesamt günstiger. Ja. Da darf man es wirklich nicht übertreiben. Mhm. Wir sagen immer, ein Fisch kann allgemein, und die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber über 40% wird es echt gefährlich für die Fische nehmen. Da kommt der Fisch mit dem Kohlenhydratanteil nicht mehr so gut klar. Also Kohlenhydratanteil steht auf der Verpackung nicht drauf, aber wenn man sich die Qualitätsanalyse, ich habe jetzt keine Brille auf, anguckt, dann muss man alles, was da drauf steht, also Rohprotein, Feuchtigkeit und so weiter, abziehen von 100% und dann
das, was dann übrig bleibt, ist dann der Kohlenhydratanteil. Okay. Und der sollte halt nicht über 40% sein für die Fischernährung. Manche Fische brauchen natürlich noch viel mehr Protein und Fett für ihre Ernährung. Oder jahreszeitlich bedingt. Das ist auf jeden Fall ein guter Einwand. Richtig, richtig. Das ist im Sommer, ist das Kohlenhydrat, sind die Kohlenhydrate besser verdaulich. Da gibt es tatsächlich eine Abhängigkeit. Insgesamt, der Fisch ist ja wechselwarm und deswegen von seiner Umgebungstemperatur sehr abhängig. Und im Sommer kann er die Kohlenhydrate ganz gut verdauen. Mhm. Und da gibt es ihm so einen Wachstumsschub und extra Kick. Aber im Winter oder eben wenn die Fische kühler gehalten werden, dann ist das problematisch. Der Stoffwechsel läuft ja auch viel langsamer. Der Stoffwechsel läuft insgesamt langsamer, aber hier haben wir noch eine spezifische Abhängigkeit tatsächlich. Mhm. Meine spannend. Frage habe ich jetzt auch deswegen so formuliert, weil es technisch gesehen schon möglich ist, natürlich viel mehr davon reinzupacken, von diesen pflanzlichen Proteinen. Da gibt es ja auch keine Vorlagen, oder, für den Hersteller, wie viel er reinmachen darf oder nicht. Das ist dann mehr oder weniger der Qualitätsanspruch des Herstellers selber. Ja, also wir könnten nicht nur eben den Kohlenhydratanteil weiter hochschrauben durch mehr Getreide, sondern wir könnten natürlich auch unser Insektenmehl oder das Fischmehl, was extremst gut verdaulich ist, was das richtige Aminosäureprofil hat und so weiter. Und natürlich auch die richtigen Fette, die gut verdaulich sind, gut verwertbar und alle essentiellen Anteile enthalten. Das alles könnten wir ersetzen durch billigere Zutaten. Also wir sprechen über durchaus gut und für menschliche Ernährung auch wichtige Anteile wie Sojaschrot oder Erbsenmehl oder so etwas. Das wird in der Aquakultur gemacht. Das hat auch seine Berechtigung da. Das will ich nicht bestreiten. Das Problem ist immer, die Aquakultur züchtet Fischfleisch möglichst schnell und möglichst billig. Ja. Und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur wir sind ein sehr kleiner Sektor, die Zierfischernährung. Ja. Wir können uns das erlauben und wir müssen uns das auch erlauben, die Fische optimal zu versorgen. Und da finde ich solche Substitute nicht gut, weil das ist dann immer, man muss dann noch synthetisch irgendwas dazugeben, noch ein paar Aminosäuren und das gibt immer mehr Probleme. Und wir haben ja gesehen, zwei Silos mit Fischmehl. Also der größere Anteil ist halt dieser Inhaltsstoff. Mhm. Getreideanteil haben wir jetzt geklärt, wir haben über das Fischmehl gesprochen, die Qualität der Zutaten hatten wir angesprochen und wir hatten jetzt im Vorgespräch gerade noch das Argument Fette und Proteine im Futter. Ja. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollen. Ja. Oder anders ausgedrückt, welche Rolle spielen die? Wir hatten jetzt gerade schon über die Temperaturen gesprochen. Mhm. Was muss ein Fett ausmachen? Ja. Und welche Fette sind drin? Ja. Das ist wirklich sehr wichtig, denn wir haben beim Fisch, wir sprachen ja eben drüber, dass aquatische Lebewesen eben abhängiger sind von tierischer Nahrung und entsprechend die Fische beziehen ihre Energie stärker über das Fett, also decken ihren Kalorienbedarf über das Fett. Ja. Sie könnten ihn auch sehr gut über das Protein abdecken. Ja. Wenn ich jetzt aber ein Futter gebe, was extrem viel Protein hat, viel mehr als das Tier, diese Tierart, die ich jetzt füttern würde, die ich im Blick habe, wirklich benötigt, dann habe ich das Problem, der Stoffwechsel, wenn ich Protein verdaue, wenn der Fisch Protein verdaut, da kommt immer, allerdings auch bei uns, das war gar nicht so falsch, mein kleiner Versprecher von grad, sind immer stickstoffhaltige Abbauprodukte am Ende. Hm. Sprich, der Fisch gibt ganz viel Ammonium ab, wird zu Nitrit, wird zu Nitrat, belastet das Wasser. Ja. Da habe ich eine sehr starke Wasserbelastung. Also wenn ich zu viel, mehr als der Fisch benötigt an Protein gebe, tue ich dem Fisch indirekt gar nichts Gutes, weil ich seine Umgebung vergifte. Und ein Fisch, der jetzt nicht im Wachstum ist, der schon ausgewachsen ist, hat ja sowieso einen niedrigeren Bedarf als einer, der im Wachstum ist. Ist ja wie bei allen Tieren so. Da hast du völlig recht, genau. Okay, das ist ganz interessant gewesen. Jetzt kommen wir mal zum Fett. Ja, beim Fett ist es halt so, dass das Fett, wenn es abgebaut wird,
einfach in Wasser und Kohlendioxid zerlegt wird. Also ja. Da passiert gar nichts, also belastet das Wasser nicht. Ist der Fußabdruck des Futters im Aquarium besser, wenn der Proteingehalt in dem Fall jetzt niedriger und der Fettgehalt höher wäre? Ja, natürlich. Okay. Darf man es nicht zu weit treiben. Wenn ich jetzt meinen Fisch nur über Fett und Kohlenhydrate ernähre, dann hat er Mangelerscheinungen, weil die Proteine braucht er einfach. Das sind essentielle Aminosäuren. Ja. Dann, sonst fehlen ihm die Bausteine, dann kann er nicht wachsen und so weiter. Das, wie gesagt, immer in Grenzen, immer in der Balance bleiben. Das ist das Wichtige bei diesen ganzen Futterüberlegungen. Das Fett, dazu ist zu sagen, wir hatten es eben schon, der Fisch ist wechselwarm. Ja. Wenn ich ein Fett gebe, also ich einen Talg oder einen Schmalz, das wäre völlig ungeeignet. Das liegt in dem kalten Fischdarm dann einfach nur rum und kann überhaupt nicht verdaut werden, kann nicht genutzt werden. Ich brauche ein bei der Haltungstemperatur flüssiges Fett, also ein Öl. Und das muss entsprechend genug von diesen ungesättigten, hochungesättigten Fettsäuren, den Omega-Fettsäuren enthalten. Hört man ja auch in der Humanernährung immer wieder, Omega-3, Omega-6. Und ihr nehmt zum Beispiel, wir hatten hier unten gesehen, es war auch, da war auch Rapsöl. Ihr verwendet verschiedene Stoffe. Zu welchem Anteil oder was ist wichtig, was muss rein, damit das funktioniert, damit das Futter auch zum Futter wird und was ist jetzt ein wichtiger Bestandteil, der woher kommt? Ja, also unser Fischmehl ist ja zum Teil ist das Öl entzogen, damit es überhaupt diese Haltbarkeit hat und so weiter, aber da ist trotzdem noch sehr viel Fischfett drin, Fischöl drin. Wir setzen außerdem noch Fischöl dazu, das ist ebenfalls aus marinen Kalt, also Nordmeeren europäische auch, also eine ganz saubere Qualität. Das ist leider ein ganz wichtiger Punkt, weil das kann stark belastet sein. Das kennt man ja von Fetten. Deswegen müssen wir da sehr, sehr auf die Qualität achten. Haben wir zum Glück auch einen guten Lieferanten. Das ist drin und Lebertran eben auch. Ja. Und wie man das schon kennt, das enthält eben auch diese fettlöslichen Vitamine in ganz großer Vitamin Menge. Vitamin A vor allen Dingen. Vitamin A, D, E. Diese Vitamine sind eben da drin und das ist sehr, sehr relevant dafür. Das Rapsöl, wie auch andere pflanzliche Öle, die enthalten Vorstufen von eben diesen Omega-Fettsäuren. Ja. Das kann zum Teil ganz gut verwertet werden, ist aber schon in gewisser Weise ein Kompromiss. Ja. Außerdem wird es von der Akzeptanz her nicht so gut angenommen wie eben das Fischöl. Das Fischöl ist super lecker für den Fisch. Hat das einen verarbeitungsrelevanten Hintergrund, dass Rapsöl mit reinkommt? Oder ist es auch, um auf die Menge zu kommen? Ach so, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Nein, um Himmels Willen. Wir benutzen das eigentlich gar nicht für unsere Fischfutter. Ach. Nur für unser Insect Nature haben wir es drin, weil das eben unser wirklich sehr, sehr nachhaltiges Futter ist. Und wenn man bedenkt, hat, die ich sehr gut nachvollziehen kann, mit der Überfischung der Meere und so weiter und auch das ablehnt, dann ist das eben eine Sache, die man, wo man ausweichen kann. Okay, und es ist aber in dem Anteil, in dem es drin ist, trotzdem für den Fisch nicht von Nachteil. Das ist richtig. Weil du hast ja gerade schon erklärt, dass natürlich das Omega-6- und 3-haltige Fischöl die bessere Quelle ist. Ja. Und Rapsöl ist ein Kompromiss, aber in dem Futter, wahrscheinlich auch durch den Insektenanteil, da stecke ich jetzt nicht so tief drin, ist es anscheinend ja trotzdem möglich. Richtig, richtig. Das haben wir durchgerechnet. Das passt, aber wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir wegkommen können von dem Fischöl. Okay. Es wird vielleicht in der Zukunft immer mehr Alternativen geben. Ja. Bestimmte Algenöle sind natürlich, Mikroalgenöle sind großartig von der Ernährungsphysiologie. Aber auch da ist das leider noch nicht so weit. Auch die werden noch nicht unbedingt nachhaltig hergestellt und sowas. Da müssen wir noch ein bisschen Vorlauf geben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Sarah keine Abstriche in der Qualität macht, sondern sagt, okay, wir machen rein, was rein muss. Wir machen wenig rein von dem, was jetzt zweckmäßig ist, aber sein muss. Und ja, in der Qualität der Rohstoffe selbst macht er auch keine Schritte zurück, keine Abstriche. Das war sehr interessant und ich fand da jetzt auch den letzten Punkt nochmal wichtig, dass es nur auf dieses Insect Nature Futter bezogen ist. Also nicht, dass ihr zu Hause jetzt denkt, da wird hier fässerweise mit Rapsöl das Futter gestreckt. Das scheint ja dann gar nicht so zu sein. Also nein, das haben wir für das Reptilienfutter auch im Haus vor allem. Ja, okay.
Auch interessanter Fun-Fact für mich, das wäre mir jetzt so nicht klar gewesen, aber das fand ich nochmal ganz gut. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Eine andere Sache, die euer Futter interessant macht, ist Prä- und Probiotika. Wir haben darüber in einem Video auch schon mal gesprochen und wir hatten auch die Zutaten unten schon stehen sehen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuschauer zu Hause. Also Präbiotika und Probiotika sind zwei Paar Schuhe, die wirst du uns jetzt mal erklären. Ich versuch's. Ja. Also wirklich sehr vereinfacht. Wir haben Bier und der Fisch genauso, haben ein Mikrobiom, eine Darmflora. Ja. Im Dünndarm angesiedelt sind alle möglichen kleinen Organismen, die helfen bei der Verdauung, ja, sind aber auch Bestandteil des Immunsystems. Der Darm ist nämlich nicht nur Ort der Verdauung, sondern wirklich das größte Immunorgan, was die Fische und was wir haben. Dafür brauchen wir eben die funktionierende Darmflora. Und die funktioniert umso besser, wenn im Futter auch eben präbiotische Stoffe enthalten sind. Präbiotika füttern diese Mikroorganismen an und versorgen die, schaffen also eine Umgebung, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Und die Probiotika, das sind tatsächlich lebensfähige Organismen, die wir zugeben können übers Futter, ja, die sich dann dort ansiedeln. Wir hatten das vorhin schon gesehen unten und wir hatten auch schon darüber gesprochen. Die Präbiotika kann man während des Herstellprozesses mit einbauen, weil Futter wird ja erhitzt, mhm, unter anderem. Und die Probiotika, also diese lebenden Bestandteile oder vielmehr sind das ja wie Dauerstadien, oder? Die dann erst, mhm, aktiv werden, wenn sie da angekommen sind, wo sie hinkommen. Wenn man die jetzt natürlich reinpacken würde, diese Kulturen, und erhitzt das Futter dann auf 170 Grad, dann finito, dann ist da nichts mehr. Ja. Ihr packt das nach dem Verarbeiten, also nach dem Futterherstellen mit dazu. Das ist richtig. Also die Präbiotika, das sind vor allem, ja, sagen wir mal Zucker, also ja, zuckerähnliche Stoffe, Saccharide. Hier reden wir über die Beta-Glucane beispielsweise. Die werden aus der Hefe, aus den Zellwänden gewonnen. Und wir haben die Mananoligosaccharide oder abgekürzt MOS, stand ja das auch drauf. Das Manan, ein bisschen nicht Mono. Ja, ja. Unter anderem auch diese Monooligosaccharide, diese Präbiotika. Mananoligosaccharide. Was, ja, habe ich jetzt gesagt? Mono. Ja. Mono. Manan. Mananoligosaccharide. Stand nur MOS drauf. Brauchte auch eine Zeit. Ja, Oligosaccharide, ne, da steckt es ja schon drin. Die sind relativ hart im Nehmen, die können wir einfach mitverarbeiten. Ja. Und du hattest mich im Vorgespräch schon völlig zu Recht gefragt, ja, und wo soll der Fisch sowas Absurdes denn finden in der Natur? Genau. Ist richtig. Wir haben eben die Situation, dass die Fische in der Natur, ja, zwar nicht immer genug zu fressen bekommen, aber die finden immer ganz viele verschiedene Sachen. Können hier mal ein paar Bakterien über ihre Nahrung mit aufnehmen oder Hefezellen oder andere, ja, Mikroorganismen und sich praktisch dadurch so animpfen, also, mhm, mit den Probiotika, also mit, ja, den Darmbakterien selbst, aber auch mit den Stoffen, die sie brauchen, um die zu ernähren. Nehmen die auf natürliche Art und Weise zu. Richtig, sich. Und richtig. Das war jetzt ein sehr, sehr guter Punkt. Wir sagen das ja auch immer wieder. Der Fisch in der Natur ist ja wie jedes Tier in der Natur permanent bestrebt und unter Anstrengung unterwegs, den ganzen Tag, um seinen Kalorienbedarf zu decken. Jedes Tier in der Natur, es gibt ja auch in der Natur keine übergewichtigen Tiere, ist ja permanent unterwegs und frisst zwar ständig und viel, mhm, aber im Verhältnis nicht viel und macht ja auch mehr dafür. Im Aquarium ist der Fischer verhältnismäßig, ja, der hat jetzt ein eher sesshaftes Leben. Ja. Und deswegen jetzt, das haben wir jetzt auch gar nicht mit vorbereitet oder geskriptet. Was ist denn deine Empfehlung, wie viel und wie oft man die Fische im Aquarium füttern sollte? Gehe ich sofort drauf ein. Ich beantworte ja nur noch eben das mit dem Probiotika, sonst vergesse ich das auch wieder. Ja. Die Probiotika geben wir in Sporenform. Das ist Bacillus subtilis. Der wurde jetzt übrigens umbenannt in Bacillus valencensis. Ich hoffe, ich habe es richtig. Das ist nur eine Umbenennung, ist noch der gleiche Bacillus. Und den geben wir in Sporenform, also in dieser Dauerform, hattest du dir richtig gemerkt, geben wir in einem speziellen Verfahren auf das fertige Futter drauf. Ja. Der ist dann da fest angeklebt, sage ich mal. Wenn der Fisch den aufnimmt, dann schlüpft diese Spore aus, also schlüpft das Bakterium und kann dann ihre Arbeit im Fischdarm aufnehmen.
Das wollte ich noch nachlesen. Bacillus klingt erstmal gefährlich, aber die Aufgabe dieser Darmflora ist ja auch, mehr Bestandteile auch aufzuspalten oder um sie verfügbarer zu machen für den Fisch. Ja, genau. Ist, diese Bazillen, das ist ein Heubacillus im Übrigen, ist nicht pathogen, also macht keine Krankheiten, gar kein Problem. Und der bleibt ja auch im Darm. Ja. Da kann er ja sowieso nicht auf die Zellen dann einwirken. Und entsprechend, der hilft bei der Verdauung. Das ist richtig. Sonst könnten viele Stoffe gar nicht richtig verwertet werden. Ja. Und ja, das ist eben eine schöne Sache. Das wird auch eben wirklich von ganz offizieller Seite, dürften wir das seitenweise bewerben, was das alles macht, eben wirklich wachstumsfördern. Es ist, dass die Fische viel seltener erkranken und. Also das hat wirklich tolle Eigenschaften. Jetzt zeigen wir euch gleich mal ein Bild. Aber jetzt erstmal meine Futterfrage. Ja, sehr gerne. Hilf mir nochmal auf die Sprünge, ich habe mich selbst rausgebracht. Wie oft und wie viel? Gute Frage. Also Jungfische, klar, im Wachstum, regelmäßiger, häufiger. Ja. Was sagt ihr als Futtermittelhersteller? Ja, also richtig, bei Jungfischen keine Pausentage oder sonst was einlegen und möglichst oft am Tag, also 6-mal, sagen wir so im Schnitt, sollte man schon machen. Bei größeren Fischen oder erwachsenen Fischen ist es so, 1-2 Mal am Tag langt. Wenn man die natürlichen Bedingungen nachstellen will, dann wäre es ideal, wenn man den ganzen Tag über den Krümel Tag. Ja, richtig, und dann immer einmal hier im Aquarium und einmal da, dass der Fisch hin und her schwimmt. Ja. Und klar, also 2-mal am Tag. Ja. Also meine Empfehlung im Laden ist immer so, was in maximal einer Minute gefressen wird. Kann man das so unterschreiben? Ja, das ist, auch hier müssen wir wieder gucken, was für Fische haben also wir. Also die Wels-Tablette ist nicht nach einer Minute weg, das ist klar. Wir hatten es ja eben mit den Wels-Chips, die müssen so lang stabil sein, weil die Tiere erst irgendwann in der Nacht rauskommen und wirklich lange dran rumknabbern als Aufwuchsfresser. Das ist ja auch richtig. Genau. Nein, diese eine Minute, wir sind da ein bisschen großzügiger, sagen so 2-3 Minuten, aber dann sollte es wirklich weg sein. Ja. Dann Futtertabletten brauchen natürlich auch ein bisschen länger. Granulat und Flocken wahrscheinlich. Richtig. Genau. Und dann wirklich auch den Kunden, Kundinnen sagen, dass sie die Reste, das wissen ja alle, entfernen. Also das ist uns immer ein Anliegen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen ihr anrufen und sagen, ich habe ein medizinisches Problem in meinem Aquarium. Und letztlich, wir können ganz, ganz viele Sachen wirklich auf falsche Fütterung und vor allem das Überfütterung. Das passiert hier wirklich, ja? Ja, sehr oft. Also und das tut mir so leid. Nicht nur bei uns. Ja. Wenn man mal gefüttert hat, kann man das gleich mit der besten Mundglocke absaugen. Ja, genau. Es gibt nur eine Mundglocke. noch eine Sache, die ich immer noch ganz, ganz interessant finde. Also ich sage das ja auch bei uns im Laden immer. Dieses Gefühl für die Futtermenge. Das wächst ja auch mit der Erfahrung. Klar, wenn jemand jetzt sein erstes 60er Becken aufstellt und hat da jetzt seine 5 Neons drin als Anfangsbesatz und Stück für Stück. Ich sage auch immer, du fütterst nicht dieselbe Menge für immer. Und auch nicht bei einem kleinen Fisch genauso viel wie bei einem großen. Das ist halt, das entwickelt sich. Aber es sollte nichts unten liegen bleiben. Also nach 1-2 Minuten ist das, was liegen bleibt, jetzt unabhängig von der Futtertablette eh zu viel und belastet das Wasser. Ich habe euch gerade schon gesagt, wir haben hier so ein interessantes Foto. Das ist jetzt eine unabhängige Geschichte gewesen, die auch nicht von Firma Serra kommt. Das ist ein Darmquerschnitt. Wir blenden euch das mal ein. Und in dem sieht man ganz gut, wie die Darmzotten, sind das ja, ne? Ja. Gibt es ja bei uns auch. Wie die sich entwickeln, wenn der Fisch eben eine gute Darmflora hat. Eine Darmflora, Darmfauna. Oder wie das Ganze aussehen kann, wenn er eben mangelernährt ist. Und je mehr von diesen Darmzotten, also es die erhöht ja die Oberfläche. Ja. Je mehr davon vorhanden sind, umso mehr kann ja Futter in Bestandteile zerlegt und auch aufgenommen werden, weil die Oberfläche größer ist. Und das Ganze sieht man hier auf der linken Seite, ja, ist ja fast gar nicht mehr vorhanden. Also schleust der das Futter im Endeffekt durch, ungenutzt, und der Fisch kann es nicht aufnehmen. Das ist das eine Problem. Ja. Das verstärkt sich dann natürlich auch noch, ist ein Kreislauf, weil wenn das Futter nicht richtig verwertet werden kann, fehlen noch mehr Stoffe und dann verstärkt sich das. Andererseits habe ich auch das Problem, da können sich Krankheitserreger viel besser ansiedeln, vermehren und eben im schlimmsten Fall durch diese sehr dünn gewordene Darmschleimhaut auch dann eben in die Bauchhöhle übertreten und da alles Mögliche.
Richtig. Wenn ein Fisch jetzt vorbelastet ist, ihr zu Hause habt natürlich nicht die Möglichkeit zu sehen, wie jetzt die Darminnenwand eurer Fische aussieht, aber ein Fisch wurde jetzt beispielsweise mal eine Weile einfach ungünstig ernährt. Kann man das mit einem guten pro- und präbiotischen Futter wieder umkehren, diese Entwicklung? Geht das zu einem gewissen Teil? Ja, der Darm ist ganz wunderbar regenerierbar, ja. Ähnlich wie auch die Leber. Also das sind Organe, die viel verzeihen. Es dauert nur eine Weile. Ja. Also auch hier die Ungeduld ist da oft zu spüren. Jetzt gebe ich das Futter schon 2 Tage und der Kot sieht immer noch nicht gut aus. Ist dann Wenn er mal 2 Wochen, 2 Monate. Ja, ja. Es dauert halt ein bisschen. Also Prä- und Probiotika. Die Präbiotika sind in jedem unserer Futter drin. Das Probiotikum ist in diesen Immunpro- und den All-Seasons-Futtern drin. Das ist dann entsprechend deklariert. Also sehr hochwertige Futter, die da nochmal extra stärken. Ganz wichtig ist aber auch, wir haben sehr oft Fehlernährung, zum Beispiel bei Diskusfischen, aber auch bei anderen. Hier ist es ganz förderlich, wenn man ein Futter mit einem hohen Spirulina-Anteil gibt. Das ist von der Zusammensetzung und von den Eigenschaften besonders gut, um die Verdauung wieder in Gang zu bringen und den Darm zu sanieren. Ja, und Spirulina wirkt ja auch farbfördernd, ne? Bei den Fischen, die das können. Vor allen Dingen beim Koi, die werden dann nicht komplett rot, sondern ist ja wirklich auch, die Kontraste sind ja deutlicher. Ja. Jetzt kommt die Frage, die sich wahrscheinlich jetzt schon einige zu Hause gestellt haben und auch manche Hardliner, die dann sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber meine Fische zu Hause, die bekommen nur das, was sie in der Natur fressen. Ich füttere nur Lebendfutter oder alternativ zum Beispiel FD, also gefriergetrocknetes, oder Frostfutter beispielsweise. Nun kann man das Argument ja jetzt schlecht wegschieben, weil es ist ja schon so, dass die Fische in der Natur keine Flocken, kein Extrudat und keine Futtertabletten kennen. Das, was wir hier für die Aquaristik machen oder was ihr für die Aquaristik zusammenbaut, ist zwar auch auf vielen Erkenntnissen gewachsen, aber es ist natürlich kein echtes Futter aus der Natur. Wie würdest du jetzt denn die Frage beantworten, warum sollte man so ein Futter vorziehen oder als Hauptfutter ein Trockenfutter füttern, wenn doch die Fische auch Lebendfutter kriegen könnten? Ja, finde ich gut und wichtig, will ich auch nicht wegschieben. Ja. Gebe ich ein klares, im Idealfall, in einer idealen Welt, ja, würde ich meinen Fischen Lebendfutter geben. Mhm. Es gibt aber Schwierigkeiten und Probleme. Bestimmte Ernährungsspezialisten müssen ja sogar mit Lebendfutter gefüttert werden, nehmen vielleicht auch gar nichts anderes an. Aber generell bekommt man die Fische natürlich dazu, auch das Fertigfutter zu fressen. Ja. Das heißt aber nicht, dass es besser sein muss, da gebe ich dir recht. Ja. Nur beim Lebendfutter, ich muss sehen, habe ich das auch immer verfügbar? Saisonale Verfügbarkeit, ich muss das vielleicht züchten. Wie wird es gezüchtet? Wie werden die Futterorganismen selbst gefüttert? Sind die vom Ernährungswert, vom Nährwert dann auch wertvoll? Da muss ich ja auch sehen, was gebe ich denen. Da hatte ich vorhin noch ein Beispiel gebracht, die weiße Mücke, die ja selbst räuberisch lebt. Mhm. Wenn die natürlich 2 Wochen lang in dieser Tüte darum schwimmt, die wird ja nicht besser. Mhm. Und auch der Wasserfloh nicht oder die Artemia oder der Tubifex-Wurm. Und ist ja auch vieles nicht das, was der Fisch in der Natur frisst. Also eine weiße Mücke oder Tubifex, die beispielsweise aus Nord- oder Osteuropa kommen, die kennt der Fisch ja in Südamerika nicht. Sicherlich gibt es Äquivalente und es gibt sicherlich auch ähnliche Futtertiere. Mückenlarven gibt es ja sicherlich überall auf der Welt. Aber das stimmt schon, die Vielfalt hat man ja nicht. Und diese 5, 6, 7 Sorten, die wir anbieten, die spiegeln ja nicht alles wider, was der Fisch in der Natur frisst. Da kann man sich noch so sehr bemühen. Man bekommt eben dieses Gesamtnahrungsspektrum einfach nicht hingebastelt. Ja. Das ist eben sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann muss man wieder mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten und, und. Und das ist wie bei uns. Ja, klar kann man mit Astronautennahrung und ein paar Pillen überleben. Ja. Aber im natürlichen Zusammenhang passt es besser. Und da muss man leider sagen, ist das mit der sehr natürlichen Ernährung dann doch nicht mehr so weit her, weil es eben nicht in dieser Vielfalt angeboten wird. Plus die Menge. Ne? In der Natur ist ja fast immer alles Mangelware. Ne? Ja, da hat man ja eben dieses Futter suchen, ne? Haben wir immer, trotzdem immer nicht. Unterwegs. Ja, ja. Genau. Ja, und ganz ähnlich gilt das natürlich für unser FD-Futtersortiment. Ja. Das sind ganz tolle Beifutter, wie Lebendfutter natürlich auch.
Da stehe ich auch völlig dahinter. Also zur Info, Sera bietet gefriergetrocknet an rote Mückenlarven, Tubifex, Krill, Artemia, Wasserflöhe. Habe ich was vergessen? Noch eine Mischung. Eine Mischung, daraus? Ja, das Mix pur. Ja. Genau, genau. Ja, ich glaube, also, da haben wir alles. Ein Zufutter, also würde es jetzt auch nicht als Hauptfutter sehen, sondern eher als Ergänzung. Wir deklarieren das klar als Leckerbissen und so möchten wir es auch verstanden wissen. Also ein paar Mal die Woche dazugeben, da freut der Fisch sich und hat was Besonderes, hat eben auch diese tierischen Ballaststoffe da drin, die für die Darmreinigung auch wieder, für den Kot wieder wichtig sind. Aber das jetzt nur als alleiniges Futter oder Alleinfutter, so ist ja der technische Begriff, das führt zu einer Fehl- oder Mangelernährung. Gilt natürlich auch für Frostfutter. Ja. Das ist auch sehr kritisch zu sehen, denn hier habe ich, also Frostfutter ist toll und viele Fische stehen sehr drauf, auch ein tolles Beifutter. Aber auch hier habe ich dann eben durch das Gewebe wird zerstört durch das Einfrieren und dann kann eben auch viel auslaugen und dann kann es eben auch zu Mangel erscheinen. Also Frostfutter versus gefriergetrocknet, was ist das Bessere? Nee, das kann man nicht sagen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Ja, aber klar, wir haben keine bakterielle Belastung im FD-Futter, das ist sicherlich ein Vorteil. Und dieses Auslaugen. Andererseits ist die Akzeptanz bei Frostfutter eben auch oft sehr, sehr gut. Noch einen Tipp mit reinbringen, den ich immer mal wieder gefunden habe auf der Sera-Internetseite. Ja. Aber irgendwie, wenn ich ihn suche, nie finde. Und zwar schwimmen ja die Tubifex, wenn sie gefriergetrocknet sind, ewig oben. Mhm. Und man kann die auch wieder zum Sinken bringen, indem in eine Einwegspritze, so ein Bällchen Tubifex kommt, dann Wasser, dann hält man die Spritze vorn zu und zieht mit Unterdruck die Luft aus dem Futtertier. Und dann fließt Wasser rein und dann sind die auch wieder schwer. Denn das ist wirklich so, du streust halt oben das Futter rein und es schwimmt einfach stundenlang oben rum und sinkt nicht ab. Also ihr könnt auch gefriergetrocknetes Futter wieder zum Sinken bringen, das funktioniert auch. Ich entschuldige mich, wir nehmen es auf und spätestens nächste Woche ist das in unserer Sera Academy oder wo auch immer. Das steht ja wirklich drin, irgendwo bei euch. Ich weiß, in einem unserer Ratgeber ich finde das ist nie. Das. Immer wenn ich das suche. Ist so eine Fotoserie von Vita gemacht, ja. Das finde ich echt ein guter Tipp. Weil das Nein, auf jeden Fall müssen wir publik machen, weil das ist viel besser. Die Akzeptanz verbessert sich dadurch natürlich erheblich. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar Gebindegrößen. Ja. Nun ist es ja so, also jahrzehntelang hat irgendwie so die Literdose, hat so den Markt so dominiert. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer schon fleißig daran gearbeitet, unseren Kunden, die in den Laden kommen, immer zu vermitteln, das Futter wird ja nicht besser, wenn es offen steht. Ja. Und wenn ich jetzt so eine 100 ml Dose nehme, ich habe jetzt ein 60er Becken und habe da vielleicht 15 kleine Fische drin, dann ist es an der falschen Ende, am falschen Ende gespart, wenn ich eine Literdose kaufe. Ja. Wie lange, wenn das Futter einmal offen ist, würdet ihr jetzt empfehlen, kann man es denn bei, ich sag mal, normalen Zimmerbedingungen stehen lassen, ohne dass es jetzt wirklich extrem ein Gehalt verliert? Ja, gut, du hast es schon gesagt, Mindesthaltbarkeit gilt bei dem geschlossenen Gebinde. Ja. Ja. Ist klar, wenn es einmal geöffnet ist, kommt Luft, Sauerstoff, Feuchtigkeit, alles dran. Es kann verunreinigt werden. Ich kann immer nicht pauschal sagen, so lang. Wenn ich jemand habe, der das offen unter der Aquarienbeleuchtung stehen lässt, es wird nass, greift mit dreckigen Händen rein, dann ist die Haltbarkeit auch nach ein paar Tagen schon nicht mehr so doll. Ne? Aber wenn ich da vernünftig mit umgehe, am besten mit immer dem gleichen Löffel oder wie auch immer reingehe, trocken arbeite, direkt wieder schließe, dann ist dieses ganze ranzig werden, verunreinigen, feucht werden und so weiter, lange aufzuhalten, also 3-4 Monate locker. Okay. Das ist jetzt nicht nach 2 Wochen. Empfehlung. Ja, ja. Okay. Und man kann es verlängern, wenn man entsprechend. Aber 3-4 Monate, würde ich sagen, ist ja auch realistisch. Mhm. Und natürlich ist es in der Menge gesehen günstiger, wenn man jetzt eine große Dose kauft, aber das macht dann halt keinen Sinn. Weil wenn du die Haferflocken 300 Mal auf und zu machst, das wird nicht besser. Richtig. Gerade wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, man kauft eine Literdose und man, nur weil es jetzt vielleicht ein bisschen günstiger ist, jetzt im Kilopreis oder im Literpreis, und man schmeißt dann die Hälfte davon weg,
Und das ranzig werden merkst du ja nicht unbedingt. Das ist ja das ist ein schleichender Problem. Prozess. Und die Fische sind so viel empfindlicher als Landwirbeltiere, die einen ganz anderen Verdauungstrakt haben. Wir sprachen ja eben im Vorgespräch schon über den Magen oder nicht vorhandenen Magen. Ja. Also da ist eben vieles also viel nicht gefährlicher. Alle Fische haben einen Magen. Ne? Mhm. Das kannst du ja noch mal ganz kurz bitte mit einbringen, weil das, glaube ich, auch nicht jeder weiß. Ja, das ist richtig. Und selbst die, also Karpfenfische und Zahnkarpfen haben keinen echten Magen. Da übernimmt der vordere Teil des Vorderdarms eben diese Funktion. Aber auch die, die einen Magen haben, die haben nicht diese hohe Säure und können eben bestimmte Dinge nicht auf die Art wie Landwirbeltiere dann oder die meisten Landwirbeltiere zerlegen. Und wir haben zum Beispiel das Problem ranziger Fette oder eben auch das Problem, wenn ich jetzt eben ständig aufzumache und Feuchtigkeit reinkommt, dann kann es ja auch schnell verschimmeln und nicht immer kriegt man es mit. Also ich empfehle immer spätestens, wenn irgendein Futter komisch riecht oder gerade komisch aussieht, sofort weg damit, weil die Fische sterben daran. Das ist extremst gefährlich für die. Und fressen tun sie es ja trotzdem. Leider. Jetzt habe ich noch eine letzte Sache. Das ist eigentlich gar keine Frage, sondern das ist eine Anmerkung noch. Also, glaube ich, für unsere Zuschauer zu Hause ganz interessant. Wir haben ja von der Produktion gesehen und wir haben gesehen, wie zum Beispiel aus einer Flockenproduktion hat Großflocken, normale Flocken, Mikroflocken anfallen, weil das gesiebt wird. Jetzt fällt aber auch einiges daneben. So, das wird dann natürlich nicht zusammengekehrt und kommt in die B-Ware. Ihr habt da einen ganz interessanten Ansatz. Was passiert mit dem Futter, was, was anfällt, was daneben fällt? Was macht ihr damit? Ja, wir haben ja einiges, was eben Fehlproduktion beim Anlaufen des Extruders und so, das alles geben wir in die Biogasanlage hier in der in der unmittelbaren Nähe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit es entfernt ist, aber sehr nah. Das ist doch mal ein guter Ansatz. Also das wird nicht einfach weggeworfen, sondern da kommt wieder Energie bei raus. Ja, und nach all diesen spannenden Infos, die wir jetzt so bekommen haben, könnte es ja sein, dass vielleicht doch noch manche Fragen auftreten. Und Sarah hat sich da ja auch was einfallen lassen. Also wir als, wir sind ja nicht nur YouTuber, wir sind ja auch Zoohändler. Also für die Zoohändler, die uns zuschauen, und wir wissen, das sind einige, gibt es eine Möglichkeit, sich da weiterzubilden. Und zwar, das ist ja die Sarah Academy. Wie funktioniert das? Ja, man muss sich eigentlich nur einloggen und wir haben ganz tolle Angebote da, E-Learnings und eben auch Live-Vorträge, die wir da halten. Ihr könnt uns da jederzeit anschreiben, auch mit ganz speziellen Fragen. Und wir versuchen, das dann zu beantworten. Das ist alles kostenlos. Und das ist immer ein toller wir Service. Wir bauen das Angebot gerade immer noch weiter aus. Da kommt sind natürlich die Zoohändler sind der geringere Anteil. Und wenn die Aquarianer zu Hause jetzt noch ein paar Fragen haben, also das war ja jetzt eher die Oberfläche, die wir angekratzt haben. Die können auf eurer Website auch noch Informationen dazu finden? Natürlich. Unsere Homepage hat entsprechend ist da gepflegt. Da gibt es diese Infos auch. Und wir sind auch ansprechbar. Ihr seid auch ansprechbar, auch für Endkunden. Und wir finden das wirklich super spannend. Das ist ganz, ganz toll gewesen. Ich bedanke mich für das Gespräch und die vielen Infos. Ich hoffe, ihr habt zu Hause jetzt viele, viele neue Erkenntnisse mitgenommen. Und die Firma Sarah stellt eben nicht nur Futter her, sondern ist auch immer am Optimieren und natürlich auch am Forschen. Das bringt mich zu einer letzten Frage, die habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben. Wie aktuell seid ihr denn am Zeitgeschehen? Also es kommen ja neue Erkenntnisse. Ein Futter von 1970 ist ja nun nicht vergleichbar mit heute. Nein. Ist es ein fortlaufender Prozess? Entwickelt ihr ständig Sachen neu? Oder wie bleibt ihr einfach am Zahn der Zeit? Ja, das ist hier wirklich ganz spannend. Manchmal vertue ich mich noch und sage, ich muss zur Uni, wenn ich meine, ich muss zur Arbeit, weil wir hier wirklich in unserem Labor mit verschiedensten Wissenschaftlern, mit meinen Kolleginnen und Kollegen da zusammensitzen. Wie viele seid ihr? Das ist schwierig zu sagen. Wir haben hier im Labor haben wir 9 Kolleginnen und Kollegen und natürlich Dieter Untergasser noch, der aber nicht bei uns sitzt und dann noch einige Kollegen, die auch entsprechend naturwissenschaftlich geschult sind. Es kommen ja auch immer neue Erkenntnisse und sowas, das muss ja auch alles einfließen. Das ist richtig, da muss man ständig am Ball bleiben. Zum Glück haben wir die Freiräume, dass wir immer mal wieder
Literaturrecherche betreiben können, mit Züchtern sprechen, uns auf dem Laufenden halten. Das ist ja auch was, was es früher nicht gab, das ImmunPro, was ja unter anderem aufgrund solcher Erkenntnisse dann auch entsteht. Ja, das war eine ganz spannende Sache. Doch, aber da muss man halt immer gucken und, wie wir es eben schon hatten, auch aufpassen, dass man nicht jedem Trend einfach blind hinterherjagt, sondern das erstmal sauber recherchiert, sauber abwägt. Also nur weil die Goji-Beere innen ist, kommt es jetzt nicht in jede Sorte von Sera. Nein. Ja, vielen Dank. Das war super spannend. Ihr habt es jetzt gehört und das waren wirklich viele, viele Infos. Ich glaube, das Video könnt ihr euch dann nochmal anschauen und ihr habt Sachen wahrscheinlich zum zweiten Mal gehört, die ihr beim ersten Mal nicht mitbekommen habt. Super, super interessante Sache. Also ihr seid wirklich ein innovatives Unternehmen und ich bin jetzt seit, und du ja auch, seit 22 oder 23 Jahren im Zoohandel, von Anfang an Sera im Sortiment und mir war bis heute eigentlich nicht klar, wie viel da drum und dran hängt und wie groß und wie viel Know-how und was da nicht alles einfließt. Es ist nicht nur Fischfutter. Ne? Also super spannend. Vielen Dank für das nette Gespräch, für die Werksführung. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, ihr habt es gehört, bei Sera könnt ihr euch einiges noch anlesen. Und ansonsten schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrungen mit dem Futter, eure Erkenntnisse, eure Meinungen mal unten mit rein. Wie fandet ihr das Gespräch? Wie fandet ihr das Video? Und natürlich dürft ihr uns auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns gerne im nächsten Video und sagen bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.